Jo Leute, das hier ist das neue LG Wing. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Und man kann es nicht nur aufklappen, sondern es hat auch ein integriertes Gimbal. Das werde ich jetzt direkt mal testen. Hey! Wie geht's? Geiles Handy, was hast du denn? Das ist mein neues LG Wing. Die Kamera hat eine Gimbal-Funktion. Lass sie mal ausprobieren. Mega cool. Let's go! So Leute, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich den Gimbal-Modus vom neuen LG Wing heute wirklich auf die Probe gestellt. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt davon, wie stabil die Aufnahmen geworden sind. Wie ich das Ganze gemacht habe, erkläre ich euch jetzt nochmal ein bisschen detaillierter. Beim Gimbal-Modus vom LG Wing gibt es nämlich noch 3 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um das Gimbal besser auf die Anforderungen der Aufnahme einzustellen. Dabei könnt ihr zwischen dem First-Person-View, dem Pan-Follow-Mode und dem Follow-Mode auswählen. Ich habe heute meistens mit dem FPV-Mode gedreht, weil der speziell für dynamische Bewegungen, fürs Rennen, Joggen, Springen und so weiter ausgelegt ist, was natürlich perfekt zu meinem heutigen Video gepasst hat.
Der Pan-Follow-Mode ist für horizontale Aufnahmen gedacht, wo ihr zum Beispiel seitlich mitlauft, wenn jemand irgendeinen Parkour-Run macht und möglichst verhindern wollt, dass die Kamera nach oben und unten shaked und möglichst auf einem Level bleibt. Dafür ist der perfekt. Der Follow-Mode ist gedacht, um besonders smoothe Bewegungen hinzubekommen, wenn ihr lauft und die Kamera sich nicht ruckartig von einer Seite zur anderen bewegen soll, sondern die Bewegungen flüssig hin und her gehen sollen, dann ist der Modus perfekt. Neben der Kameralinse hier oben für den Gimbal-Modus gibt es darunter eine Kameralinse mit 64 Megapixel für ultrascharfe Fotos und darunter noch die Ultra-Wide-Linse für Weitwinkelaufnahmen. Die könnt ihr zum Beispiel im Slow-Mo-Modus nutzen, was dann perfekt für Parkouraufnahmen ist. Und die drei Linsen hier vorne sind immer noch nicht alles. Das Handy hat noch eine weitere Kameralinse, nämlich die Pop-Up-Kamera, die hier oben rausfährt, wenn man den Modus aktiviert. Die ist für Selfie-Aufnahmen und für den Dual-Kamera-Mode. Das heißt, ihr könnt mit den vorderen Kameras, mit einer der vorderen Kameras und der Pop-Up-Kamera gleichzeitig Aufnahmen machen. Wenn ihr im Dual-Kamera-Modus aufnehmt, könnt ihr die Aufnahme im Beet verschieben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch beide Aufnahmen separat speichern von der Front- und von der Pop-Up-Kamera. Und könnt das Ganze auch switchen, so wie hier. Und besonders wichtig, wenn einem die Kamera runterfällt, während die Pop-Up-Kamera ausgefahren ist, fährt die automatisch ein. Das Handy erkennt, wenn es runterfällt und dann wird die Kamera automatisch eingefahren. Das werde ich jetzt nochmal testen. Der Dual Screen ist aber natürlich nicht nur für den Gimbal-Modus vom Handy da, sondern ihr könnt ihn für verschiedenste Anwendungen nutzen. Zum Beispiel einfach zwei Anwendungen gleichzeitig auf dem Handy ausführen. Zum Beispiel oben das Wetter checken, unten Nachrichten schreiben oder oben ein Video gucken, unten irgendwas anderes googeln oder navigieren und gleichzeitig irgendwas anderes machen. Ist auf jeden Fall mega praktisch. Besonders praktisch für mich heute war es zum Video bearbeiten. Ihr könnt nämlich beim Videoschneiden oben das komplette Video sehen und unten die Schnittarbeit machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, mit dem LG Wing zu filmen und das Handy ein bisschen auszuprobieren. Das LG Wing gibt es ab sofort im LG Online Store. Habe ich unten natürlich verlinkt. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch noch meine Liste der Handelspartner, wo ihr das LG Wing bekommen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt viel Spaß beim Training und wir sehen uns beim nächsten Mal.